Hey Leute, willkommen zurück zu Onimusha 3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und danke schon für die Unterstützer letztes Mal. Ja, wir sind in Sakai in Onimusha 3 mit Jack. Und hier habe ich jetzt gerade einen Käfer aktiviert. Na gut, sehen wir uns mal an, was hier passiert. Habe ich hier... Ah, ich komme hier rauf. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß noch gar nicht, was man hier tun kann. Oder was wir überhaupt in Sakai wollen. Aber ich denke, das werden wir da rausfinden. Oh, wieder eine Schiebekiste. Ich dachte, hier gibt es wieder Feinde. 5 Züge. Warte mal, vielleicht... Vielleicht... Soll ich so tun? Nee, das ist falsch. Schade. Schade. Aber vielleicht dann... Ist das so, dann so... Könnte das klappen? Nee, das ist... Das ist Quatsch, da fehlt da noch ein Stück. Ah, verdammt. Verdammt. Immer diese Schiebedinger, da bin ich nicht drauf vorbereitet. Ja, das war jetzt sehr clever. Oh Mann, diese Kisten. Ich glaube, die muss schon so bleiben. Dann machen wir das mal so. Wäre ganz gut, wenn das hier zwei gerade Stücke wären, aber das wird nicht funktionieren. Deswegen machen wir das... Nee, das geht auch nicht. Das Querstück muss unten sein. Moment. So geht's doch. Ha! Perfekt. Und wir haben ein Uni-Juwel. Sehr geil. Das habe ich mit Jack noch nicht so wirklich oft bekommen. Ah, hat noch so eine Armbanduhr, ist klar. Die ich auch gefunden hatte, die Armbanduhr. Ah, am Strand entlang laufen. Es ist immer sehr romantisch. Habt ihr das schon mal gemacht? Seid ihr schon mal am Strand entlang gelaufen? Glaubt mir, es gibt nichts Schlimmeres. Also lauf mal so 3-4 Stunden am Strand entlang, wenn es so ein bisschen, der Sand so ein bisschen nass ist oder auch nicht. Das ist sogar noch schlimmer, wenn er nicht nass ist. Und dann freue ich mich mal auf den Muskelkater am nächsten Tag. Oh, da geht's ja weiter. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ich muss noch mal ein kurzes Stück zurück. Okay, das ist sehr, sehr undurchsichtig leider. Was ich hier tun muss. Aber vielleicht kommen wir noch drauf. Guten Tag, der Mann. Der Toraya-Eigner bat mich, die Waren zu sortieren. Ja. Ein Monster griff meinen Vater in der Imajo-Goldmine an. Die Monster in der Stadt könnten von der gleichen Art sein. Was, es gibt hier Monster? Da bin ich ja genau richtig. Oh, Toraya-Befehl. Bitte mal, da bin ich hier richtig, ganz genau richtig. Achso, übrigens danke für den Hinweis, wenn ich das anhabe hier für Akko. Die rote Weste, dann bekommt sie wirklich, glaube ich, nur noch rote, also rote Seelen oder wie man es auch nennen kann. Danke für den Schreiber, ich habe deinen Namen jetzt leider gar nicht mehr im Kopf, aber ich hatte es noch in Erinnerung, dass ich das erwähnen wollte. Dankeschön, lieb von dir, dass du das gesagt hast. Dann werde ich jetzt nämlich wieder das hier anziehen. Sonst hätte ich die ganze Zeit mir Gedanken gemacht, warum ich keine Magie mehr zurückbekomme. Das wäre ein bisschen ärgerlich. So. Achtung, Herr Nobunaga hat eine Ankündigung gemacht. Ein Teil der Ladung, die zum Atsuchi-Schloss gebracht wird, ist für den Hiyai-Berg bestimmt. Sie muss nicht überprüft werden. Ihr habt eure Augen und Münder fest verschlossen zu halten. Es sei denn, ihr seid bereit dafür zu zahlen. Mit eurem Leben! Kichimon Toraya. Toraya. Mann, diese Namen. Kichimon. Hört sich alles zu niedlich an irgendwie, oder? Oh, hier noch Schönes. Ich werde mal mit allen Leuten quatschen, die ich finde. Kann nur von Vorteil sein. Und hier haben wir wieder so ein verschlossenes Ding da. Interessant. Möchte gar nicht so stören, die Vase. Gibt's hier auch wieder. In Resonanz mit dem Handschuh Gold der Donner darin. Aber ich habe leider keine Donnerwaffe. Was hat diese Waffe denn hier überhaupt für ein Element? Unser Kettenschwert. Gar nichts, oder? Also ich habe bis jetzt noch nicht gemerkt, dass es irgendein Element enthält. Na gut. Hey Kumpel, kommt ihr aus dem Westen? Das ist eine komische Aufmachung. Seid ihr ein Kunde von Toraya? Dieser Toraya zieht seltsame Kunden an. Nee, warte, was speichern will ich jetzt nicht?
Habe ich noch... Ich habe gar keine Punkte zu verteilen. Das ist okay. Was denn hier? Hallo, kommt in mein Geschäft, wenn ihr etwas sucht. Wir haben viele ungewöhnliche Dinge auf Lager. Tut mir leid, keine Zeit. Fragt den Meister drin. Oh, ist das hier? Ah, alles klar. Gut, da kann ich sogar rein. Nein, fein. Oh. Entschuldigung, ich wollte nicht die Ware zu kloppen. Ich wollte nur mal testen, ob das geht und er sagt gar nichts. Have you seen this before? No. So you have. No. No, not me. Never. But you were... Look, I've got a business to run, pal. So move it. Hey, I just want to ask you a few questions. I told you, I don't know. Now scram. Hurry it up, will you? Okay, der hat wahrscheinlich Angst, dass wir hier, dass er Ärger bekommt von den Dämonen. Oh, was? Ich kenne die Köpfe. Ich hab die einfach mal geköpft, die Tiger. Oh ja. Hey Junge, was machst du denn da? Willst du klauen? Montibällchen. Scheint als glänze da drin etwas. Was? Ihr wollt das? Ihr aus der Westen seid schon komisch. Aber ich hab's zuerst gefunden. Ich will es gegen was eintauschen. Gegen... Ich liebe Süßes. Habt ihr so etwas? Hallo, ihr wisst schon, diese grün-schwarzen Dinger. Die werden da drüben an der Straße verkauft. Montibällchen? Also, die sind eigentlich nur so gestampfte Reisbällchen. Sind mir ein bisschen zu manschig. Das ist wie Gummi. Er hat euch rausgeschmissen, weil ihr kein Geld habt, oder? Der Meister mag keine Kunden ohne Geld. Die Zugbrücke bewegt sich nicht, weil sie kaputt ist. Der Schmied lässt sich mit der Reparatur viel Zeit. Ach, hier geht's ja auch noch weiter. Ja. Ach schon, was ist jetzt denn los? Ach, diese Dinger. Diese Wassermelonen. Wollt ihr eine Wassermelone, aber habt ihr auch das Geld? Ha. Oder ein seltsames Objekt aus dem Westen? Ihr wollt, dass ich das gegen eine Wassermelone tausche? Hm. Nun okay, harter Mann. Ihr könnt eine haben. Armbanduhr übergeben. Oh, okay. Ja gut, dann... Ich dachte, er will irgendeine Reissüßigkeit, der Junge. Aber wenn es eine Melone ist, dann kriegt er die natürlich auch. Ja, ja. Ich hab doch eine Melone für dich, Junge. Hier. Ihr gebt mir die wirklich? Oh, gut, dass ich gefragt habe. Oh, okay, das war das leuchtende Ding. Ah, jetzt komme ich aber oben ins Geschäft rein. Sieh mal. Da verbirgt doch irgendwas, der Kerl. Etwas Blinkendes. Sir, the Western ship arrives soon. Already time, huh? We must go to greet them. We don't know what those monsters might do. Fool! You will cease calling them monsters. They are important clients. Yeah, yes, sir. It's off to the harbor, then. Yes, sir. Oh. So, so, da macht einer gemeinsame Sache mit den Dämonen, ja? Mietschlüssel. Bin ich ja sehr beunruhigend, mein Freund. Oh, es ist ein Jubei-Gerücht. Jubei? Ernsthaft? Jubei? Der Jubei? 1573, erstes Jahr des Tencho. Jubei Yagyu hat sich nach seinem Angriff auf Herrn Nobunaga versteckt. Hideyoshi Ashiba hat Ninja ausgeschickt, doch er wurde noch nicht gefunden. Man sagt, er wäre auf einem Pferd in der Nähe der Odani-Berge und auf einem Schiff in den Westen gesehen worden. Ob das stimmt, ist nicht gewiss. Es wird sogar behauptet, er hätte sich... man hätte ihn mit Oichi gesehen. Das ist gewiss eine Lüge. Aufgrund einer Krankheit ist Oichi schon seit Jahren selten in der Öffentlichkeit gewesen und hat daher zahlreiche Gerüchte heraufbeschworen. Oichi? Oh! Ja, sehr cool. Uni-Medizin, lass mich raten, das ist auch wieder für unsere Zauberkraft. Alles klar. Oh, jetzt bin ich raus. Ich wollte gar nicht rausgehen. Oh, Kacke. Ich habe noch gar nicht mit allen Leuten geredet. Was ist los hier? Nein. Ja, Sekunde.
diesen Ninjas. Sehr gut, danke schön. Pfeile? Auch keine Pfeile. Sekunde, danke schön, Medizin. Sehr fein, ich gehe nochmal ganz kurz in den Laden. Ich habe vielleicht die Hintertür noch gar nicht. Warte, ist da noch was? Ah, da geht's doch noch raus. Sehr gut. Oh! Eine weiße Weste. Ha, das ist eine weiße Weste, ne? Hab ich doch gesagt, wann kriegt sie ihre weiße? Okay. Stillstehen stellt HP wieder her. Okay. Na. Aber wie lange dauert das? Oh, jetzt heilt sie mich. Oh, wow, das dauert ja ewig, oder? Nee, jetzt geht's los, okay. Ja, das ist quasi so wie bei Jubei mit der weißen Kette irgendwie, hä? Huh? Oh, komm, das bisschen warten wir jetzt, das ist wieder voll, dann habe ich ja Heilung gespart später. Aber immer will ich das jetzt auch nicht anhaben. Das ist so ein Zeit-Nutzen-Faktor, der ist mir irgendwie nicht so ganz blau. So. Supergrün. Supergrün. Oh, da hat noch so ein Tiger im kleinen Format stehen. Oh, niedlich. Ja, diese Kamera wieder. Na gut, wir gehen mal den Weg lang. Ah, jetzt kommen wieder welche. Ich hab's ja fast gedacht. Uah. Dankeschön. Hey, Vorsicht. Oh, was war das denn? Es geht echt viel flotter mit der blauen Kette. Mit den blauen Klamotten hier von ihr. Oh, dankeschön. Oh, warum gibt es eigentlich immer so eine kleine Kiste, die ganze Medizin und so weiter, weil sie das viel effizienter macht? Akku ist da viel, viel besser drin, als wenn ich das selber aufsammle. Oh nein, die Leute sind alle weg, wie ich sagte. Au, au, au. Oh, man kann die schießen und dann noch schmeißen. Das ist ja geil. Das wusste ich ja gar nicht. Man kann sie anschießen und dann noch werfen. Ohne Wurst. Ist das eine Tür? Ja. Oh. Mal ganz kurz schauen. So, da geht's noch zum Tempel. Oder was auch immer das ist. Irgendein Gebäude. Ja, ich gehe mal hier lang. Die andere Seite war ja versperrt. Vielleicht ist das jetzt immer noch der Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh my goodness. Aua. Ey. Ja, ja, danke. Au. Hör auf jetzt. Wenigstens sterben die schon an einem Treffer. Du Lusche. Ich dachte, der hat mehr drauf. Rolle B-Stoß. Aber Jacques ist offensichtlich zu stark für dich, ja? Halte die Quadrattaste gedrückt. Oder die Erd. Ja, ja, ja. Ein Stoß anwenden. Oh, okay. Während ich ihn packe. Das versuche ich mal gleich. Ach, das ist der Schmied hier. Guck mal, das habe ich ja
Ah ja, da habe ich einen Schmiedschlüssel bekommen. Sehr schön. Hallo, hier ist alles noch gut, ja? Keine Monster? Oh geil, was ist das denn? Ein blauer Ring, der pulsierende Wellen abstrahlt. Ah, das ist die Donnerwaffe. Oh geil! Ich krieg eine neue Waffe mit Jack. Warum hat er eigentlich die ganzen krassen Waffen mit Reichweite? Der Reisen. Oh, ist das cool, Leute. Jack ist irgendwie viel geiler drauf als Samonosuke. Weil er halt die ganzen fetten Waffen hat. Medizin. Gut. Und jetzt kann ich dieses Tor öffnen, das mit der Blitz oder Donner versperrt ist, ja. Das kostet die Punkte, ja. Oh, lass mich los. Lass mich los. Gib, gib, gib. Das ist voll gut. Das ist voll gut. Das mit dem Blitz und so weiter. Gut, das sind immer Werfdinger. Das habe ich jetzt irgendwie immer so ein bisschen vernachlässigt mit dem Werfen. Aber mein Gott. Ist ja nur ein Kann und ich muss. Ah, ich find's total geil hier. Oh. Oh. Okay, die Waffe gefällt mir schon außerordentlich gut. Vor allem hat er halt zwei Modi, mit denen er kämpfen kann. Ey. Schön. Oh, was? Was ist mit der Wassermelone, Akku? Ja gut, die hätte ich mir jetzt holen können, ohne zu tauschen wahrscheinlich. Wäre ein bisschen fies gewesen, ne? Der arme Bub. Oh, haut bloß ab, ihr Blöden. Au. Voll gut. Okay. Ich probiere mal die andere Waffe aus. Geht das auch mit der Peitsche? Mit Inja? Oh, das geht. Ich kann einfach mal das Element draufscheuchen. So, warte mal, jetzt komme ich dir hoch. Jetzt zappenduster Freundchen. Ja, ein Schlag hält er aus, die Lusche. Ich habe dasselbe mit euch. Wir werten mal auf. Oh, es ist so gut. Das macht mir so Spaß hier, das Spiel. Reisen oder nehmen wir den, erstmal den Uni-Handschuh. Der wird auf jeden Fall die Stufe packen. Geil. Ja. Und dann Reisen. Also bisher gefallen mir alle Waffen von Jack. Das ist unglaublich, dass mir mal ein Spiel Waffen gibt, die ich alle geil finde. Außer die Peitsche, die war jetzt ein bisschen schwächlich, aber das ist ja nur die Startwaffe, ne? Ist ja gut. Nö, nö. Aha. Hab ich schon erwartet, Freundchen. Alles klar, danke. Auch schon wieder Medizin. So das gute Zeug hier. Oh. Fischmännchen. Sein hin? Ist der futsch?
Wollte ich gerade sagen, stirbt mal ein bisschen schneller. Weniger rumgrunzen, mehr sterben. Ne? Yes. Okay. Also Jacques könnte ein eigenes Abenteuer bekommen, wenn ihr mich fragt. Obwohl Samanosuke immer noch der... ist ja der heimliche Held. Das ist der heimliche, ist der Held. Hideyoshi. Gerne. Hideyoshi, der Deutsche. Oh, warte. Warum nicht einfach so? Klatsch über Hideyoshi Hashiba. Hachihiro... Nee, warte. Tokichiro Konishita, später Hashiba Hideyoshi genannt, ist der Vertraute des Herrn Nobunaga. Ich erinnere mich gut an ihn. Er hat Herrn Nobunaga treu gedient. Treu in seinem Namen in... Was? Seit er seinen Namen in Hashiba geändert hat. Mann, diese Namen! Als Herr Nobunaga fort war, hat er die Armee geleitet und dafür gesorgt, dass sie noch mächtiger wurde. Nobunagas Vertrauen in ihn hat sich verzehnfacht. Nach Nobunagas Rückkehr erhielt Hashiba den Befehl, die westlichen Länder zu unterwerfen. Er führte eine 30.000 Mann starke Armee an und kämpft noch in weit entfernten Ländern. Gerade dieser Typ, der kann doch gar nichts anführen. Das ist ein Staubsauger. Das ist echt ein Staubsauger. Warum haben wir das? Das ist ein Ghetto Blaster. Warum haben wir das hier? Warum? Warum haben wir das einfach hergeholt, das Zeug? Zeitlabor 1? Ich habe endlich etwas über die Oni-Ruinen herausgefunden. Nach der Entschlüsselung der zahlreichen Berichte aus den Ruinen habe ich entdeckt, dass das Geheimnis der Oni etwas mit der Zeit selbst zu tun hat. Ja. Ich habe auch ihr geheimes Gerät gefunden, aber wir Genma können es nicht bedienen. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich seine Geheimnisse gelüftet habe. Aber es wird Zeit dauern, bis ich dem Genma-Herrn Bericht erstatten kann. Den Genma-Herren Bericht erstatten kann. Ich werde ständig von diesen dummen Genma auf dem Schiff aus dem Westen unterbrochen. Von dem Schiff aus dem Westen. So, Entschuldigung. Diese Narren greifen wahllos die Bevölkerung der Stadt an. Nicht, dass mich das Leiden dieser Menschen interessieren würde, aber ich brauche die Arbeiter lebendig. Vielleicht sollte ich einige intelligentere Genma anheuern. Gildenstern. Ach, dieses Ekel. Gildenstern. A western ship will be docking at the harbor. Did you find anything? In fact, I did. Take a look. So that damn Guildenstern is involved. Who is Guildenstern? He's a Genma scientist. He's trouble, developing new kinds of Genma and scheming. A scientist? Let's try that ship. I might find a clue that helps me get home. All right then. Let's go to the harbor. Das klappt doch wohl selber nicht, Jacques, oder? Dass du damit nach Hause kommst? Du musst 500 Jahre in die Zukunft. Das ist nicht mal eben so ein Pappenstiel. Ich meine, 500 Jahre wirst du bestimmt auch nicht alt. Mit den Augenringen. Nee. Ach, meine Freunde sind wieder da. Mit der Kugel, die Dicken da. Sehr gut. Aufgespießt. Geh mal weg. Machst du zusammen ausgehen. Das ist so einfach mit dem hier. So. Aber liebe Leute, bevor ich weitergehe... Oh. Ich erst mal speichern, glaube ich. Hey. Okay. Ich will doch nicht da lang. Oh. Sehr schön, Samanosuke. Ich wollte doch nicht da lang werfen. Das kann man irgendwie ganz schwer beeinflussen, finde ich leider, mit den Sachen zu werfen. Sehr geil. War wieder zufällig. So,
Okay, dann erstmal gut, jetzt darf ich mal gleich speichern. So, ich gehe mal speichern, Leute. Jetzt aber gut. So, danke fürs Zusehen, wie gesagt, danke fürs Like und Kommentieren. Wäre schön, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal und wir sehen uns wieder zu Odibusha 3. Oder rein. Aber nicht so dolle. Ihr seht, was dabei rauskommt. Tschüss, macht's gut.